kann ich schon kein Video mehr anfangen. Es ist jetzt das dritte Mal, dass ich anfange. Guten Morgen, herzlich willkommen zurück. Das ist jetzt seit langem ein Vlog, wo ich morgens erst dusche, mich erst ein bisschen wenigstens schminke. Wimperntusche habe ich drauf und Augenbrauen habe ich mir gemalt, die man jetzt durch diesen Pony kaum noch sieht, aber egal. Jedenfalls habe ich euch in den letzten Tagen so ein bisschen die Ohren voll geheult. Und ich habe ja gestern Besserung gelobt in dem Vlog, dass ich nicht so mich gehen lasse. Und also wenn ihr wissen wollt, warum ich so down war, dann schaut die Vlogs von den vorherigen Tagen an. Ich will jetzt hier nicht wieder anfangen. Wir haben gestern noch ganz viel geredet, Bernd und ich. Und wir haben gesagt, wenn es jetzt wirklich dazu kommt, dass wir unseren Laden wieder schließen müssen, wahrscheinlich bis zum 10. Januar, war gestern auf NTV, dass die am Sonntag treffen sich die Ministerpräsidenten und dann bis zum 10. Januar, das sind dann, keine Ahnung, 3,5, 4 Wochen, die wir dann zuhaben müssen. Dann ist das so. Das ist ja was, was wir überhaupt gar nicht ändern können. Und wir machen uns dann einfach eine schöne Zeit, versuchen das zu machen. Ich esse gerade ein Butterbrot mit Leberwurst. Oder wollte ich gerade essen. Wir machen es uns hier richtig gemütlich, bereiten uns auf die Geburt vor, die ja dann auch 6 Tage nach dem 10. Januar wahrscheinlich losgeht oder vielleicht auch währenddessen, wer weiß. Wir können hier unser Haus fertig machen, also es sind noch so viele Sachen zu erledigen, so wie, keine Ahnung, Regale anbringen, Kisten hochschleppen, andere Kisten müssen runter und so. Und das ist halt zu zweit sehr viel einfacher, wenn Bernd auch hier ist. Und deswegen, ja, versuchen wir einfach dann das Beste daraus zu machen. Man kann es eh nicht ändern. Und es bringt nichts, wenn ich hier rumlaufe und heule und mir Gedanken mache. Wir werden nicht verhungern, das auf gar keinen Fall. Das ist das Wichtigste. Alles ist gut. Und ja, es nutzt einfach nichts. Ne? So, ein paar Maiskörbchen dabei. Gibt es frische? Die. Und ich habe mir gedacht, wenn ich halt morgens direkt duschen gehe und mich fertig mache, dann gibt einem das auch ein ganz anderes Gefühl, als wenn man hier den ganzen Tag so in Schluffelklamotten und ungeschminkt und ungeduscht und so auf dem Sofa rumgammelt. Deswegen, oh, der Staubsaugerroboter, der ist nicht ganz auf der hat nicht so richtig den Kontakt, deswegen macht er immer dick, dick, dick zum Laden. Ja, und heute ist auch sowieso, müssen wir einiges erledigen. Ich muss gleich mit Smurfy zum Laden. Denn Bernd hat heute Futter bestellt, Entschuldigung, im BAF-Shop für 2 Monate. Das war sowieso unser Plan, unabhängig davon, ob jetzt Lockdown kommt oder nicht. Denn wir wollten im Wochenbett nicht BAF-Großeinkauf machen und das portionieren, weil das nimmt doch schon einige Zeit in Anspruch. So 2, 3 Stunden dauert das immer. Aber dann hat man 2 Monate Ruhe, also 6-mal im Jahr. Das geht, wenn wir das heute machen. Dann kommen wir mit dem BAF aus bis Mitte Februar. Das ist dann ungefähr, also 4 Wochen nach Entbindungstermin. Das sollte erstmal reichen. Das ist Murphy auf der sicheren Seite. Ja, und ich nehme euch natürlich mit durch meinen Tag und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich habe ganz vergessen zu erzählen, dass wir heute wahrscheinlich unseren Weihnachtsbaum kaufen möchten. Also, ich sträube mich ja immer total dagegen, einen künstlichen zu holen. Ich weiß nicht, für mich ist das einfach... Ich weiß, vielleicht ist es besser für die Umwelt und so, obwohl der aus Plastik ist, aber ein echter Weihnachtsbaum ist für mich so voll das Flair. Und ich habe mich als Kind immer total darauf gefreut, den kaufen zu gehen mit meinem Papa. Also meine Mama war auch dabei, aber da war halt immer mein Papa dabei. Der war nicht immer dabei früher. Der war viel unterwegs und das war einfach immer was Besonderes, so den Weihnachtsbaum kaufen. Und die sind aber, ich weiß nicht, wie teuer die früher waren. Moment. So, sorry. Also ich weiß nicht, was die früher so gekostet haben, so Weihnachtsbäume. Heute jedenfalls. Ich mag gerne große Weihnachtsbäume. Ich mag gerne Nordmann-Tanne, weil die nicht so piekst und weil die nicht so die Nadeln verliert und so. Und die kosten mal einfach so 60, 70 Euro. Und das fand ich immer enorm teuer. Deswegen haben wir dann einfach, ehrlicherweise, immer bei Aldi einfach einen mitgenommen die letzten Jahre. Und in der kleinen Wohnung hat er uns auch immer gereicht. Das war alles gut. Der war ein bisschen so licht, aber alles okay. Der stand in der Ecke und hat seinen Zweck erfüllt. Ja, so jetzt aber hoffe ich, dass ich das zu Ende erzählen kann. Es hat
Der Baum hat immer seinen Zweck erfüllt, da war ich stehen geblieben. Ne? Die lichte Seite habe ich dann einfach nach hinten gedreht zur Wand und das war okay. Dieses Jahr allerdings ist ja hier richtig viel Platz bei uns im Haus und das ist so das Weihnachten, das erste, wo ich so richtig Lust habe, Weihnachten zu zelebrieren, seitdem meine Mama nicht mehr da ist. Das hat mir so ein bisschen die Stimmung geraubt die letzten Jahre. Und wir haben auch geplant, halt hier Familie einzuladen, jetzt wo wir den Platz haben. Natürlich nur, wenn man das darf. Keine Sorge. Aber bis jetzt ist noch der Plan, dass Familie kommt und Kinder hier sind. Und wir hätten gerne einen richtig schönen Baum. Und jetzt ist der Akku gleich leer. Moment. Jedenfalls planen wir dieses Jahr, den Weihnachtsbaum hier in die Mitte zu stellen. Also der Laufstall kommt dann weg. Das Baby ist ja noch nicht da, wahrscheinlich an Heiligabend. Denn wir haben da oben eine Steckdose sogar. Und da können wir dann die ganzen Lichterketten vom Baum reinstecken und dann steht er hier so mitten im Raum und das stelle ich mir mega schön vor, wenn er hier so schön steht, von allen Seiten bewundert werden kann. Deswegen haben wir beschlossen, dass wir dieses Jahr richtig auf die Kacke hauen wollen und einen richtig tollen Weihnachtsbaum haben möchten. Einen großen, dicken, breiten, ausladenden Nordmann Tannebaum und wir wollen den heute in der Mittagspause kaufen. Also wenn halt Bernd gleich sein Barf alles da, also sein Barf, ne, Smurfys Barf alles portioniert hat, dann holen wir Calvino von der Schule ab und möchten uns einen Weihnachtsbaum aussuchen gehen und haben gesagt, darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an, wenn wir nicht mehr arbeiten dürfen und zu haben, dann ist es egal, dann machen uns die 70 Euro jetzt auch nicht ärmer. Von daher, dieses Jahr wird einmal ein richtig schöner Baum gekauft und darauf freue ich mich. Bernd ist schon losgefahren zum Barfshop, der hat den Smurfy mitgenommen. Und ich habe mir erstmal hier so einen schönen großen Pott schwarzen Tee gemacht. Jetzt muss ich niesen. Ein bisschen Koffein schadet mir bestimmt nicht für meine gute Laune und mein fit werden und sein. Wir haben hier so ein Adventskalender für die Kunden. Und ich vergesse das immer, dass sie ziehen dürfen. Die dürfen halt losziehen dann. Aber ich habe bis jetzt an alle gedacht. Aber immer so im letzten Moment, wenn die gerade den Laden verlassen wollten. Und dann so, ey, warte, warte, du darfst noch Adventskalender ziehen. Und dann, oh ja, aber bis jetzt hat noch keiner gewonnen heute. Also wir haben einen Gewinn pro Tag. Und ja, wenn der halt gezogen wurde, dann ist der Adventskalender zu Ende. Hatten wir auch schon morgens um 9 Uhr dann so aufgemacht und der erste Kunde hat gezogen und direkt gewonnen. Dann war der Rest des Tages, die Kunden hatten dann keinen Versuch mehr. Wir warten auf Calvino, wir holen ihn von der Schule ab. Es wurde gerade beschlossen, aber das wissen die schon, weil das ist ja schon zwei Wochen her, dass in NRW ab Montag keine Präsenzpflicht mehr am Unterricht ist. Ja, dann darf Calvino nächste Woche von zu Hause aus. Darf und muss, nein, können und sollen zu Hause bleiben. Ja, und da wir ja die Möglichkeit haben, machen wir das gerne so. Ich freue mich, ich finde das besser. Ich finde das so doof, mit dem Mundschutz in der Schule da 9 Stunden teilweise zu sitzen. Also doof, für die Kinder finde ich das doof. Ja, für die ist alles scheiße. Ja, so, wir warten jetzt auf Calvino, dann gucken wir nach dem Weihnachtsbaum im Baumarkt, ne? Ja, bevor wir keinen mehr kriegen. Genau, bevor der harte Lockdown kommt und alles zu hat. Wer weiß, was die entscheiden am Sonntag. Und dann gehen wir uns chinesisches Essen holen. Chinesisch betrinken mit Essen. Genau, weil anders schaffen wir das irgendwie heute alles nicht. Gibt's heute Takeaway, Fast Food, das ist so lecker. Leider, das ist so lecker. Ja, gesund ist ein Apfel. Das ist doch gesund für Fast Food. Also es ist gesünder als McDonald's oder so. Mhm. Mhm. McDonald's ist gesünder als Burger King. Ja. Okay. Ein schöner. Ja, vor allem mit Fleisch. Das ist gesunde Fleischvitamine drin. Ach so. Ja. Kennst du das nicht? Ja, doch. Die sind ganz wichtig, die Fleischvitamine. Ja. Psyche. Ja. Ich dachte jetzt so 70, 80 Euro. Oh, die sind ja alle eingepackt.
Ja, ich würde jetzt einen offenen gucken, ne? Von dem? Der ist sehr klein. Da wird ja unten noch. Der reicht so. Mal hier, links. Hier sind die großen. Aber die sind zu groß. Ja? Sind wir die in Dorfung? Ja. Ist auch ein Besen drin, um die Asche zu fegen. So, wir sind zu Hause und haben keinen Weihnachtsbaum geholt. Die waren entweder zu groß oder zu klein oder dann waren die, so viele waren noch eingepackt und wenn, dann hätten wir den gerne gesehen. Ach, dann haben wir alle voll Hunger gekriegt und schlechte Laune, wenn wir Hunger haben. Also haben wir alle schlechte Laune. Und dann haben wir halt Essen geholt. Das war auch eine Eskalation. Wir haben beim Chinamann Essen geholt, das habe ich euch gezeigt. Und wir waren heute bei dem Chinamann, wo wir immer hingehen. Und was hat er nicht gehabt heute, Calvino? Reis. Reis. Ein Chinamann, der kein Reis hat. Dann hatten die so Reis, Gemüsereis halt mit Erbsen und Mais und keine Ahnung, ich glaube, da war auch Ei drin. Da war Ei drin. Eine Portion normalen Reis hatte er noch. Und dann wollte der halt 10 Euro mehr haben als normal. Also ich war im Auto, Bernd und Calvino waren drin. Und dann hat der China-Menschmann da gesagt, ich will das immer nicht so sagen, das hört sich so abwertend an, aber ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Da hat er halt gesagt, darf ich da sitzen? Dann mache ich die Scheibe eben sauber. Ich kann das auch machen. Ja, kannst du auch machen. Was denn? So. Mit welcher Seite kommt die Schwamm? Die blaue. Jedenfalls, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ihr wart da drin, habt Essen bestellt. Mhm. Dann hat er das alles gekocht da, dieses Gemüse mit Mangosoße oder wie das heißt. Und dann hat er gesagt, er hat keinen Reis mehr. Nur entweder Nudeln oder diesen Gemüsereis. Ja. Und hat der Bernd gesagt, okay, dann nehmen sie den Gemüsereis, außer eine Portion normalen Reis hatte der Mensch. Und dann war 10 Euro mehr. Und hat der Bernd gesagt, der Bernd hatte nur 30 Euro dabei. Und hat er gesagt, ja, mehr als 30 Euro habe ich jetzt nicht so. Und ne, ist ja jetzt auch nicht meine Schuld, dass ihr keinen normalen Reis habt. Also wenn ich ein Restaurantbesitzer wäre, ich hätte dann, so, mir wäre das total peinlich, keinen Reis zu haben, oder? Was sagst du, Calvino? Mir wäre das egal, also ich kann das jetzt nicht so, ich war noch nie arbeiten, ist so die Sache, deswegen ja, kann ich das nicht einschätzen. Also ich hätte zumindest nicht teurer gemacht, weil das war ja nicht unsere Schuld und das, wir wollten ja nicht mal diesen Reis mit Ei und so, egal. Jedenfalls hat der Mann dann gesagt vom Restaurant, dann bringen sie morgen 5 Euro, weil 5 Euro war zu wenig, ne? Ja, egal. Dann haben wir gegessen und dann ging es uns allen besser. Dann wurde die Laune besser in der Calvino. Wenn wir Hunger haben, dann sind wir alle nicht so gut gelaunt. Gut gelaunt. Dann sind wir sehr genervt. Und dann sind wir zum Laden gefahren, weil die Mittagspause zu Ende war. Und das jetzt halt ohne Weihnachtsbaum. Müssen wir nochmal morgen oder so gehen. Dann haben wir noch erfahren, dass nicht nur die Schulen ab Montag hier, also dass Calvino nicht mehr zur Schule braucht, sondern dass auch für Weihnachten sich die Regeln geändert haben. Maximal 5 Personen und 2 Haushalte. Das heißt, dann haben wir da noch alles umgemodelt. Ich bräuchte einmal hier so einen trockenen Lappen, damit ich das... Warte. Oh, ist das heiß. Ja, ich weiß, es ist ja egal. Ich habe das ja richtig heiß gemacht hier. Ja, so, dann haben wir da alles umgemodelt. Und dann sind wir jetzt nach Hause gegangen, Calvino, Smurfy und ich. Bernd kommt nachher. Und was war noch? Es war noch irgendwas. Ja, wegen meinem Laptop in der Schule. Ja, das erzähle ich ja nicht. Das geht ja keinem was an. Nee. Das ist Privatsache. Das ist stimmt. Das ist private. So, fertig. Halt nur das Ding, aber das stört uns. Das stört uns nicht. Dann haben wir seit gestern die Fußbodenheizung hier an. Weil es ist so kalt im Moment draußen. Smurfy, hör auf, die hast du Süßigkeiten. Schublade raus, hör auf! Er sagt, er kann Schubladen öffnen jetzt. Wir haben die Fußbodenheizung an, denn wenn ich, es ist jetzt mehrfach passiert, dass ich den ganzen Tag oder fast den ganzen Tag unterwegs war. Und wenn keiner hier ist, kann auch keiner den Kamin befeuern.
Und wenn keiner den Kamin befeuert, dann, dann ist es richtig kalt. Ne? Arschkalt. Ja, wenn Calvino morgens hier runtergekommen ist und wir hier so kalt hatten. Ich mich in eine Decke eingewickelt. Ja, das war zu kalt. Und jetzt haben wir halt auf kleinste Stufe. Sonst schneidest du ihr raus, ne? Die kleinste Stufe der Heizung haben wir jetzt an. Und deswegen haben wir jetzt erst den Kamin in Betrieb. Also Calvino macht den jetzt an. Weil wir haben schon 16.03 Uhr. Smurfy, du kriegst Essen. Er weiß, sagt er. Er weiß. Gut, kriegt Smurfy jetzt Futter. Guten Morgen. Es ist 5 Uhr. Samstag, 12.12. Und wir sind gestern Abend alle eingeschlafen. Deswegen habe ich nicht mehr den Vlog beendet. Das wollte ich eben machen. Da kann ich das Video schneiden. Und kann den neuen Vlog anfangen. Danke fürs Zuschauen.